Heute geht es um Haarstyling bzw. Haarpflegetipps, die ich früher, bevor ich mir meine Haare habe lang wachsen lassen, sehr gerne gewusst hätte. Wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann macht man Fehler, gar keine Frage. Und ich persönlich habe meine Haare zum ersten Mal lang wachsen lassen. Das bedeutet, ich habe natürlich einige Fehler gemacht. Und damit du diese Fehler nicht begehst, wenn du deine Haare lang wachsen lässt, gibt es heute dieses Video mit meinen Haarstyling- bzw. Haarpflegetipps, die ich früher sehr, sehr gerne gewusst hätte. Was du auf jeden Fall von Anfang an machen solltest, ist ein gutes Adernöl benutzen. Gerade dann, wenn du deine Haare lang wachsen lassen möchtest und auch etwas länger wachsen lassen möchtest, zum Beispiel auch Man-Bun machen möchtest, dann ist ein Argan-Öl einfach unverzichtbar. Ein Arganöl macht deine Haare wirklich richtig schön weich, geschmeidig und deine Haare riechen auch noch phänomenal, nachdem du das Arganöl benutzt hast. Auch wenn ich vor Jahren noch gedacht hätte, dass ich mir niemals ein Haaröl oder ein Arganöl in die Haare einmassieren würde, Leute, jetzt kann ich ein Arganöl aus meiner Haarpflegeroutine nicht mehr wegdenken. Und eins kann ich an dieser Stelle schon sagen, auch wenn ich meine Haare irgendwann wieder abschneiden werde, ich werde nach wie vor ein Arganöl benutzen, denn diese Wirkung vom Arganöl ist einfach Bombe. Und falls du noch auf der Suche nach einem passenden Arganöl bist, du weißt ja, wo du es finden kannst. Als ich mir meine Haare lang wachsen lassen, habe ich gedacht, ja gut, Daniel, ich lasse mir jetzt lange Haare wachsen, was brauche ich da? Ich brauche natürlich eine gute Bürste, um meine langen Haare schön durchzubürsten. Nee, brauche ich nicht. Es reicht, wenn du einfach einen groben Kamm hast. Denn wenn du deine Haare bürstest, dann läufst du halt schnell Gefahr, dass du Haare beim Bürsten herausziehst. Und das willst du natürlich auf gar keinen Fall. Deshalb einfach den groben Kamm nehmen, deine Haare ganz locker und entspannt durchbürsten. Somit läufst du nicht Gefahr, dass du deine Haare beim Kamm herausziehst. Falls du trotzdem unbedingt eine Bürste verwenden möchtest, dann kämm deine Haare trotzdem mit einem groben Kamm vor. Das geht dann anschließend wesentlich einfacher. Den nächsten Punkt habe ich schon oft in meinen Videos gesagt und ich sage es jetzt nochmal, und zwar nicht jeden Tag Shampoo benutzen. Du kannst natürlich deine Haare jeden Tag waschen. Das impliziert ja nicht gleichzeitig, dass du auch jeden Tag Shampoo verwendest. Meine Empfehlung ganz klar, shampooniere deine Haare nur dann, wenn deine Haare wirklich dreckig sind und gereinigt werden müssen. Denn wenn du deine Haare shampoonierst und deine Haare mit Shampoo behandelst, dann entfernst du logischerweise auch die natürlichen Nährstoffe, die natürlichen Öle, die in deinen Haaren drin sind, und die brauchst du natürlich auch, damit deine Haare schön kräftig und gesund sind, und die willst du natürlich nicht jeden Tag aus deinen Haaren herausspülen. Ich persönlich shampooniere meine Haare 2 bis maximal 3-mal die Woche, und wenn ich kein Shampoo verwende, dann mache ich so, dann nutze ich halt Wasser und einen Conditioner in Kombination, und ich kann euch jetzt schon garantieren, danach fühlen eure Haare sich unfassbar weich an. Und Leute, gute Nachrichten, Shampoo und Conditioner sind beides jetzt erhältlich. Also, falls du noch auf der Suche bist nach einem hervorragenden Shampoo und nach einem hervorragenden Conditioner mit außergewöhnlichen Inhaltsstoffen, dann klick jetzt in die Infobox rein und bestell dir das Shampoo mit dem passenden Conditioner. Und wenn du beide Produkte bestellst, dann hinterlasse auch gerne eine Bewertung bei Amazon. Ich würde mich sehr freuen. Einige von euch haben es damals in die Kommentare reingeschrieben und haben reingeschrieben, hey Daniel, bind dir deinen Man-Bun doch nicht so streng. Locker den doch einfach ein bisschen auf, denn das sieht wesentlich cooler aus. Und ja, Leute, ihr habt recht. Ich meine, ob das cooler ist oder nicht, ja, das ist natürlich eine Geschmackssache. Aber es ist wesentlich angenehmer, wenn du deinen Man-Bun einfach nicht so streng trägst. Gerade tagsüber, wenn du den ganzen Tag einen Man-Bun gebunden hast, ist es wesentlich entspannter, wenn du den Man-Bun einfach ein bisschen auflockerst. Und wenn du deinen Man-Bun bindest und dann das Gefühl hast, dass der einfach ein bisschen zu streng ist, dann locker den einfach hier und da ein bisschen auf und fertig ist die Kirsche. Erst als ich wirklich komplett lange Haare hatte, ist mir aufgefallen, dass gerade die Haare im hinteren Kopfbereich, dass die besonders trocken sind. Das bedeutet, dass diese Haare auch besondere Beachtung von mir bekommen, gerade beim Haare waschen. Die behandle ich nämlich noch gesondert mit Conditioner. Das bedeutet, beim Haare waschen versuche ich meine Haare so ein bisschen hochzuhalten und dann versuche ich nochmal hier gesondert nochmal Conditioner einzuarbeiten, lasse den Conditioner auch noch eine Weile einwirken, dass gerade die Haare besondere Pflege bekommen und nicht so schnell austrocknen. Also mach das am besten auch von Anfang an. Versuch deinen hinteren Haaren, also im hinteren Kopfbereich, auch besondere Beachtung zu schenken. Massier die gut mit Conditioner ein, damit du nicht Gefahr läufst, dass die am Ende des Tages austrocknen. Nachdem ich meine Haare gewaschen habe, und das ist egal, ob mit Shampoo und Conditioner oder nur mit Conditioner und Wasser, nachdem ich das gemacht habe, wasche ich meine Haare anschließend mit kaltem Wasser wieder ab. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich meine Haare anschließend mit kaltem Wasser wieder abwasche, dann werden die halt nicht ganz so schnell so trocken. Und gerade bei meinen trockenen, krausen Haaren habe ich das Gefühl, dass das wesentlich besser ist. Und falls du keine Lust hast auf rumfliegende Babyhaare, bei mir ist das zum Beispiel ganz doll der Fall im hinteren Kopfbereich, weil da meine Haare sehr trocken sind. Falls du keine Lust hast auf Babyhaare, nutze einfach einen Babyhaarbändiger. Den Babyhaarbändiger einfach kurz eintunken und dann einfach schön über deine Haare drüber bürsten und schon sind deine Babyhaare weg. Anschließend kannst du auch einfach nochmal mit der Hand drüber streichen, um deine Babyhaare wirklich dann komplett nochmal in dein ganzes Haar so ein bisschen dran zu bappen und
dann ist alles gut. Den nächsten Tipp musst du nicht jede Woche beherzigen, aber deine Haare werden es dir danken, wenn du hin und wieder mal vielleicht ein bis zweimal im Monat einfach eine Haarmaske verwendest. Deine Haare werden dadurch stärker, kräftiger und anschließend sehen deine Haare auch einfach besser aus. Den nächsten Punkt habe ich schon öfter mal hier und da in einem Video erwähnt, und zwar: sei nicht so aggressiv zu deinen Haaren, gerade dann nicht, wenn du deine Haare abtrocknest. Also wenn du deine Haare abtrocknen möchtest, dann nimm nicht das Handtuch und rubbel deine Haare trocken wie die Sau, sondern sei wirklich vorsichtig zu deinen Haaren, gerade dann, wenn sie trocken und feucht sind. Tupf deine Haare einfach nur vorsichtig mit dem Handtuch ab und fertig. Und wenn du jetzt nochmal super vorsichtig sein möchtest, kannst du auch anstatt ein Handtuch zum Beispiel ein T-Shirt nehmen, ein Baumwoll-T-Shirt. Das ist dann nochmal ein Stückchen sanfter zu deinen Haaren. Und Leute, was ihr auf jeden Fall beherzigen solltet: seid offen und experimentierfreudig. Also experimentiert gerne herum, probiert neue Sachen aus. Kann ich hier auch das Beispiel nochmal sagen mit dem Man-Bun. Ich hatte den damals viel zu streng gebunden und wäre ich einfach experimentierfreudiger gewesen. Also hätte ich mehr ausprobiert, dann hätte ich auch wahrscheinlich schon viel, viel früher gemerkt, dass ich den Man-Bun viel entspannter tragen kann und dass es auch super funktioniert. Auch was Styling- und Haarpflegeprodukte angeht, probiert da einfach ein bisschen aus. Jede Haarstruktur und jeder Haarzustand ist immer ein bisschen individuell. Von daher seid auf jeden Fall experimentierfreudig. Freudig. So Leute, vergesst nicht, meine Produkte abzuchecken. Links findet ihr in der Infobox. Und falls ihr jemanden kennt, der gerade auch seine Haare lang wachsen lässt und vielleicht den einen oder anderen Tipp hier abgreifen kann, dann teilt liebend gerne dieses Video mit ihm. Denn ich würde mich sehr freuen, wenn ich meiner Langhaar-Community einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Und gerade den Leuten, die gerade auch am Anfang sind beim Haare lang wachsen lassen, dass ich denen ein bisschen weiterhelfen kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.